Zwar. So, ihr Lieben, es gibt wieder ein neues Adventskalender-Unboxings-Video und zwar der von Real. Das ist der Adventskalender für sie. Ich zeige euch den mal kurz. Das ist der hier und der ist total groß. Hier hinten sind nur die Marken aufgelistet, aber hier steht jetzt nicht drin, was drin ist. Also, welche Produkte enthalten sind. Das finde ich sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, wir packen den jetzt zusammen aus und dann zeige ich euch, was drin ist. Und wenn ihr euch den kauft und nicht wissen wollt, was drin ist, dann schaut bitte nicht zu, damit ich euch das nicht verderbe. So, ich habe den Adventskalender jetzt geöffnet. Den kann man hier auch nochmal aufklappen. Genau. Ich versuche das mal so aufzumachen. Ich glaube, das klappt aber nicht. So, dann fangen wir auch direkt mit der Nummer 1 an. Die ist hier unten. Und da ist direkt ein Nagellack drin von Manhattan. Last and Shine. 420, das ist einmal der hier. Dann die Nummer 2. Ist hier oben. Da haben wir eine Hand- und Nagelcreme von Lavera, Bio-Olivenöl und Bio-Kamille. Einmal der. Dann die Nummer 3. Das ist auch hier oben. Da ist einmal von Veleda Sportduschgel. Veleda ist auch eine nicht so günstige Marke. Einmal das. Und ich schaue gespannt. Dann einmal die 4. Das hier unten. Hier haben wir einmal, das ist neu, Manuka Honey Rescue Mask. Haar und Hüls. Achso, das ist eine Haarmaske. Habe ich noch nie gehört, die Marke. Bin aber mal gespannt, wie die ist. Ich denke mal, die gibt es auch im Real dann zu kaufen. So, dann die 5. Ich habe so ein Gefühl, dass das eine Zahncreme ist. Aber auch immer. Nein. Sebamed Lotion mit pflegt mit Kamillenextrakt und pflegt mit Kamillenextrakt und Allantoin ohne Parabene. Das heißt jetzt einmal das hier. Auch eine nicht so günstige Marke. Dann haben wir die Nummer 6 hier. Nikolaus. Da muss auch jetzt was Schönes drin sein. Da ist hier ein Deo-Roller drin von Mom Pure. 0% Aluminium. Und ich bin jetzt gespannt, wie der riecht. Der sieht so aus. Riecht sehr, sehr erfrischend. So, dann die Nummer 7. Hier sind dann drei Packungen Desinfektionsgel für die Hände, Portionsbeutel, also perfekt für die Frauenhandtasche, von Impressar. So, genau. Dann die Nummer 8, die ist hier unten. Hier haben wir von Fenial eine Cremedusche mit natürlichem Moringaöl, sinnlich floraler Duft und Tuberose. Okay. Einmal der hier. Dann die Nummer 9. Die ist hier oben. Da haben wir von Schauma Spiegelglanz 24 Stunden 60 Sekunden Expresskur. Auch sehr, sehr gut. Für glanzloses und stumpfes Haar. Das ist so halten, damit man es auch sieht. Genau das. Dann einmal die Nummer 10. Das wird jetzt auch ein bisschen größer. Okay. Wir haben hier von Kneipp
Badekristalle für Fühl dich ruhig. Mit Passionsblume und Malva. Einmal das. Genau, dann die Elf. Hier haben wir nochmal sowas. Was ist das denn? Eine Fußmaske. Okay. Nee, einmal Fußbad und einmal Fußlotion. Feuchtigkeit und Pflege entspannend. Einmal mit Pink Grapefruit und gepresste Minze. Ich denke mal, die ist gut. Das kann auch mal gut tun. So, dann die 12, die ist hier unten. Hier haben wir von Family Leaf etwas. Und zwar Mineralmassage Duschgel Peeling mit totes Meersalz. Das sieht auch sehr, sehr edel aus. Einmal das. Die Farbe gefällt mir. Und riecht auch sehr, sehr, sehr frisch. Ja. Dann die 13. Mein Fuß ist eingeschlafen. Wo bist du? 13. Ja. Das ist sehr, sehr lang. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ich glaube, ein Rasierer oder so. Oder doch nicht. Ah, cool. Ein Trockenshampoo. Batiste sofort frisches Haar. Keen and Classic Original. Da bin ich mal gespannt. Ich hab sowas noch nie ausprobiert. Einmal das. Und die sind sehr, sehr teuer, soweit ich weiß. Also die sind nicht so günstig. Dann die 14. Oh, Schmuck. Hier haben wir Ohrringe drin von Pasa. Okay, das sieht so aus, als ob die anderen zwei verloren gegangen wären und die das deswegen hier reingesteckt haben. Auf jeden Fall sind das diese Ohrringe. Genau. Ganz schlicht, kann man eigentlich mit allem tragen. So, dann die 50. Oh, da sind zwei Produkte drin, okay. Also einmal von Dorf reichhaltige Pflege. Einmal das. Ich rieche das mal kurz, wenn ich das aufkriege. Also ich zeige euch das zuerst. Und dann einmal Head & Shoulders Anti-Schuppen-Shampoo, seidig und glänzend. Den benutze ich gerade auch und der ist total gut. Jetzt rieche ich mir mal hier dran. Ich liebe ja Dorf, das riecht so gut. Das riecht wie die Spülungen, die du in diesen Haarverpackungen drin bekommst. Okay. So. Dann geht's weiter mit der 16. Auch ein magisches Paket. Okay. Hier ist was von Elmex drin und zwar, ich denke mal, eine Mundspülung. Genau, Zahnschmelzschutz professional, schützt vor Zahnschmelzabbau, Mikroschutztechnologie. Stärkt den Zahnschmelz, macht den Zahnschmelz resistenter gegen erosive Säurungsangriffe, klinisch bestätigt. So, das ist immer das, habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ehrlich zugeben. Dann einmal die 17. Hier ist was von Swiss Opal Arganöl Haarkur. Einwegzeit ca. 2 Minuten. Einmal das. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Genau. So, dann die 18. Die ist hier unten. Die ist auch total lang. Hier ist ein Rasierer drin von Wilkinson Sword Extreme 3 Sensitive. Einmal der hier. Das kommt sehr gut. Ich habe nämlich keine mehr. Und die 19 auch sehr groß. Hier haben wir von Nivea Indus Body Milk für trockene Haut mit Mandelöl. Einmal das. Dann die 20. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. Einmal von Dorf, Intensive Repair Shampoo. Einmal der hier. Genau. Dann die 21. Wo bist du?
Top. Hier ist eine Maske drin von Schädens. Feuchtigkeitsmaske, Soforteffekt erhöht die Hautfeuchtigkeit. Das ist einmal diese Maske. Ich bin gut ausgestattet. So, dann haben wir hier noch was von Kneipp. Badeessenz mehr erleben. Die sind auch nicht recht günstig. Und ich liebe Kneipp-Produkte. Einmal das. Und dann die 23, das hier. Da haben wir von Aldo Bandini Duschgel, Bath and Showergel. Mit Hibiskus und Karotenmus. Habe ich auch noch nie gehört. Einmal das. Also wir sind auf jeden Fall komplett ausgestattet jetzt mit den ganzen Sachen. Dann die 24. Ach, wir sind ja schon fertig. Aber schnell. Wir haben hier, glaube ich, zwei Produkte, genau. Und zweimal von John Frieda. Brilliant Brunette Color Protection Hydration Shampoo. Verleiht ganz sattes, nuancereiches Brunette. Okay, ich habe jetzt meine Haare noch neu gefärbt in Rot, aber ich denke mal, das geht hier auch. Sieht auch so wie Brunette, oder? Ja, einmal das. Und einmal von Soy haben wir hier eine Supreme Tagescreme für ein jüngeres Aussehen der Haut, für reife Haut. Okay, ich glaube, das sollte ich noch nicht benutzen. So reif bin ich noch nicht, aber das kann ich dann gut verschenken. Ja, also den Adventskalender haben wir jetzt zusammen aufgemacht. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben, wie ihr das findet. Also ich finde, für 11,99 sind da Sachen drin. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kann es empfehlen, weil hier ist wirklich sehr vieles dabei, was nicht gerade so billig ist. Vor allem die Kneippprodukte sind sehr, sehr teuer. Hier von Batiste und ich denke mal, der Preis ist da angemessen. Genau. So, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.